leuchtet die rote Lampe. Mhm. So, hallo, das ist der Ultimate Drive. Und mir hat natürlich für den ultimativen Verzerrer noch ein paar Extras gefehlt, die ich da nachgerüstet habe. So klang der ungefähr im Originalzustand. Man kann dunkler machen. Und Zerre ging ungefähr so weit. Ich habe es gemacht, dass es zum Schluss noch ein bisschen fetter wird. Erste Neuheit, ein Tonregler-Mod. Wenn man den Richtung High bewegt, sind die Höhen etwas aggressiver. Und der Tonregler hat jetzt zwei Wege. Rechts ein Mittenloch. Oder links wie gehabt dunkler. Aber hier nicht so richtig matschig dunkel. Man kann es super toll dosieren. Nur sinnvolle Werte. So, der zweite Schalter hier ändert die Game-Struktur. Nach links wird es futziger. Dann fängt der Ton an, so ein bisschen einzuknicken beim starken Anschlag und beim Ausklingen britzelt es irgendwie mehr. Also passt mal auf. Und jetzt Futzmod. So, das war der Futzmod. Und jetzt als kleine Spielerei gibt es noch den total krank Mod. Das wäre rechts. Ist eine Zufallsentdeckung gewesen. Auf den dicken umwickelten Seiten hat man jetzt ein bisschen Oktaveffekt. Jetzt passiert was ganz Verrücktes. Man kann ihn zum Selbstoszillieren bringen. Wenn hier jetzt Echos und Hall danach käme, wäre das natürlich ganz verrückt. Nur noch mal eine kleine Spielerei zum Schluss für Soundtüftler. Okay, das ist der verzerrte Harley Benton Ultimate Drive. Baugleich mit Jojo Ultimate Drive oder vielleicht heißt er ein bisschen anders und das ist ein Klon vom Fulltone OCD Drive, soweit ich mich erinnere. So, dann Dankeschön. Tschüss, bis zum nächsten Mal.